Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Gün, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Songrai und ich bin auch so ein bisschen am Überlegen, ob wir irgendwann mal Krieg gegen Tunesien führen können. Das wäre mir eigentlich ganz recht, ne? Naja, und jetzt suche ich gerade noch so nach ein paar anderen Möglichkeiten. Also einerseits sollten wir versuchen, die Regeneration unserer Rekrutenreserven zu erhöhen. Andererseits würde ich gerne mal Land beschlagnahmen und ich hätte gerne hier noch den Modifikator für die zusätzliche diplomatische Macht irgendwie mit drin. Jetzt gibt es ja hier zahlreiche Möglichkeiten, wie wir das machen können. Also ich habe erstmal hier die Charta für die neue Welt mitgenommen, weil wir dadurch mehr Kolonialwachstum kriegen. Ich habe hier noch die Missionen in der neuen Welt genommen, weil wir dadurch mehr Assimilation von, in Anführungszeichen, Eingeborenen, also sagen wir mal Indigenen, bekommen. Ne? Also obwohl wir ja, wir spielen ja mit expansionistischen Ideen, aber ich wusste gar nicht, dass wir das auch nehmen können. Insofern ist mal wieder ganz interessant, das zu sehen. Dann suche ich hier so ein bisschen und ich sehe, die Monopole bringen zum Beispiel ein relativ hohes Loyalitätsgleichgewicht. Das ist eigentlich ganz nett, ne? Also zum Beispiel habe ich überlegt, so Glas, ne? Wir bekommen einen Punkt Merkantilismus. Wir bekommen Geld und das läuft dann für die nächsten 10 Jahre. Ne? Also das zum Beispiel, das würde nicht so viel ausmachen. Papier, das macht bei uns in der Produktionsübersicht, ich habe das mal hier geguckt, ne? Das macht nicht so viel aus. Ne? Glas 0,7%, Papier auch. Steht jetzt leider nicht da, also das steht jetzt, das sind jetzt nur so Prozentangaben, aber ich vermute mal, das ist der Gesamtanteil unserer Produktionseinnahmen. Ist das so? Wenn ihr das wisst, wäre ganz hilfreich, ne? Oder ist das nur so alles, was produziert wird, ohne dass dem irgendein Einnahmenanteil zugewiesen wird, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Also, ja. Wäre eigentlich ganz interessant, ne? Hier sehen wir ja nur so generelle Preisübersichten, ne? Also, ne? Und dann wissen wir, klar, natürlich Färbemittel, Glas und sowas, ne? Die sind teurer jetzt als Getreide beispielsweise, ne? Aber, oder Textilien, ne? Aber das ist einfach ein sehr großer Unterschied bei der Höhe des Geldes, die wir dadurch bekommen, ne? Ja. So, ne? Das ist das, was ich so ein bisschen mit mir rumtrage. Jetzt habe ich überlegt, wir haben ja einen Haufen Geld übrig. Wir machen 11 Dukaten Einnahmen momentan. Wollen wir jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, hey komm, wir nehmen dann, wo ist es hier, in der Schuld der Kaufleute, dann nehmen wir 5 Darlehen auf, aber wir verlieren halt einen Punkt Merkantilismus, ne? Ja, es ist ey, so ein bisschen komisch ist es halt. Also ich sag deswegen jetzt mal, komm, wir nehmen mal dieses Monopol auf Papier mit, weil wir damit nochmal Einnahmen erhöhen. Wir könnten auch den Bonus für die Schiffe nehmen, also dass wir günstigere Handelsschiffe bekommen, aber das machen wir erst später. Jetzt warten wir ein kleines bisschen. Seht ihr hier, das Loyalitätsgleichgewicht hat sich ja hier entsprechend deutlich erhöht. Gibt es eigentlich bei den Dimino irgendwas Interessantes? Dimino Militärdienst berufen. Rekrutenreserven lokal. Achso, bei nicht-muslimischen, ne? Ja, nee, das ist jetzt nicht so. Ja, und die religiösen Minderheitenrechte, die brauchen wir auch nicht unbedingt. Also, ja, da spielen wir ganz autokratisch weiter. Wir könnten jetzt auch noch einmal Land beschlagnahmen, dann ist die Loyalität aber hier echt komplett im Eimer. Ne? Wir wollen hier zumindest noch warten. Wie viel verlieren die? 20, ne? Wenn wir bei 27, wir wollen zumindest warten, bis die Ulema auf 50 sind. Ne? Auch da haben wir das Loyalitätsgewicht jetzt entsprechend erhöhen können. Wir sehen es hier. Bei 53 ist es halt jetzt, ne? Also da pendelt der Wert halt immer so hin, ne? Das ist nochmal ein bisschen besser. Jetzt seht ihr natürlich auch hier, wir sind ganz knapp an der 700er Grenze, könnten jetzt also auch noch einen neuen Staat gründen. Da warte ich noch ein bisschen, ist jetzt noch gar nicht so entscheidend. Hier schlage ich vor, achso, hier habe ich ja noch das Problem, dass ich da nicht rauskomme, ne? Die müssten eigentlich mal exiliert werden. Ich weiß auch gar nicht, wieso das hier überhaupt noch geht. Ne? Also das ist total verrückt, dass meine 10 Truppen da drin stehen und nichts machen können. Ne? Die müssten eigentlich exiliert werden, wir gucken mal. Ja, passiert aber nichts. Ne? Und guck, die können sich überhaupt nicht bewegen. Das ist schon echt, das ist echt total verrückt.
ich könnte jetzt auch keinen Konquistadoren da reinpacken. Das ist auch sehr merkwürdig. Also machen wir hier den Anführer mal raus. Und machen den Anführer dann halt stattdessen hier rein. Und dann darf der halt hier twerken. Ne? So, wir bauen ein paar, Kasernen. Und da ist ja so der Wert, wo man sagt, bis wohin, das geht es ja immer bis 125. Unterhalb dessen lohnt sich es eigentlich nicht mehr. Wir müssen es gar nicht so übertreiben. Wir lassen es jetzt erstmal bei, weiß ich nicht so, bei denen. Ja. Ich wollte ja auch noch Handelszentren ausbauen. Da müssten wir jetzt nochmal ganz kurz schauen. Ist mir vielleicht hier nicht so verkehrt, damit wir halt hier mehr Handelsmacht bekommen, um konvertieren zu können, ne? Erfordert eine Entwicklung von 10, okay. Das ist halt hier auch der Fall, ne? Mhm. Auch hier brauchen wir mehr Entwicklung. Mhm. Und das hier wird ja irgendwann auch noch kommen. Dann gehen wir doch mal hin, dann entwickeln wir erstmal den Hafen von Benin. Für 200, dann haben wir den schon mal aufgewertet. Können wir vielleicht noch dann in Benin noch einen Marktplatz bauen? Das stelle ich mir hier noch ganz sinnvoll vor. Wie sieht es mit unserer Technologie aus? Wir sind derzeit nicht so weit voraus, deswegen würde ich sagen, wir nehmen mal noch Abstand davon, hier in diese Provinzen weiterzuentwickeln. Und ich habe jetzt mal hier oben einen Händler hingeschickt, denn ich habe folgende Vermutung, warum diese Terra Incognita hier noch nicht aufgehoben wurde. Die wird ja aufgehoben, wenn wir anfangen, also einerseits natürlich, wenn wir halt hingehen und wir kaufen, in Anführungszeichen, gewissermaßen die Karten von anderen Nationen, das ist ein Aspekt. Andererseits aber glaube ich auch, wenn wir uns neue Handelsposten erschließen und da Händler hinschicken, also zumindest wenn wir da auch eine Provinz halt haben, die zu diesem Handelsposten gehört, das habe ich jetzt gerade hier gemacht, aber das hat noch keinen entsprechenden Effekt gezeitigt. Ja genau, mit dir wollte ich ja einfach nur das Bündnis haben. Mit den Mamelucken werde ich tatsächlich auch erstmal noch verbündet bleiben, denn ich habe überlegt. Also einerseits wäre es für uns gar nicht so verkehrt, die Mamelucken selber aufzufressen. Aber andererseits habe ich mir gedacht, ich weiß jetzt überhaupt, spielst du gerade irgendein Lied ab? Ich mache mal noch eins. Vielleicht spielt er gleich mal noch ein anderes Lied ab. Wenn wir das Bündnis auflösen, dann werden die Ottos die Mamas auffressen. Und ich glaube, die fressen die schneller auf als wir, gerade auch so in der jetzigen Situation. Deswegen habe ich gedacht, wir bleiben da jetzt erstmal noch bei. Jetzt frage ich nochmal hier bei Kastilien vielleicht, ob die vielleicht nochmal Karten teilen wollen. Die wollen das aber nicht. Ja, weil die alle kolonisieren, ne? Tunesien vielleicht nochmal hier. Was ist denn mit Westafrikanisches Meer? Machen die das? Na also, so, dann haben wir das jetzt erstmal. Dann ist zumindest mal dieser Punkt da schon mal erledigt. Und dann kannst du eigentlich wieder hierhin zurückkommen. Und du bist ja momentan in Sevilla unterwegs. Und da Portugal, guck mal, die haben hier 19% Handelseinfluss. Heftigst, ne? Wie die das immer schaffen. Unterstützt die Abhängigkeit von Lothringen. Es ist so geil, dass Armagnac unabhängig ist. Das muss ja eine Thronanwärterrevolte oder sowas gewesen sein, ne? Können wir mit unseren Gefallen hier irgendwas machen? Wir holen uns mal ein paar Rekruten.
Weil die Mamas werden wahrscheinlich gar nicht so viel, die werden hier wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun haben. Wir haben 54 gefallen bei denen. Krass. Ja klar. Ich nehme das, also das Prestige, das schmeiße ich hier gerne nochmal weg. Ne, kann den Bono heiraten, wann nicht. Wann ist eigentlich mein Modifikator da übrigens auch abgelaufen? Der ist schon abgelaufen, oder wie? Habe ich was davon, wenn ich die jetzt, Habe ich da schon Staaten? Yao bekommen wir. Das ist zum Beispiel noch kein Staat. Das ist auch noch keiner. Und das ist auch noch keiner. Wirtschaft und Diplo hast du. Ich glaube, dann annektieren wir die mal. Machen wir das noch schnell. Die Frage ist nur, steht uns das noch irgendwie mit einem Bündnis, bei einem Bündnis mit Österreich im Weg? 102. Entfernung zur Grenze. Haltung neutral. Also wenn die ihre Haltung ändern, das macht nochmal was aus. Österreich hat zu viele diplomatische Beziehungen. Was sind da so für Dinger dabei? Ja, halt so lauter so Mini-Nationen, ne? Und dann haben die noch eine PU und Böhmen integrieren die gerade, ne? Das heißt also, vorher werden wir es auch nicht... macht natürlich wieder Mut, ne? Wenn die gerade Böhmen integrieren, aber... Okay, also dann. Annektieren für 424. Go. Ne. Mhm. Tap, zalap, zalap. Mal die Festung nochmal aus. Mhm. Unser militärischer Berater verlässt den Hof. Das ist schade, weil er die Armee günstiger macht, aber ich sehe das auch tatsächlich gar nicht so. Ja, also ich weiß nicht, warum brauchen wir jetzt zwei Punkte Korruption, ne? Ich sehe das irgendwie nicht so. So, jetzt zeige ich nochmal. Einheitenlimit. Ja, dann lieber den hier, ne? Kostet zwar ein bisschen mehr, aber lohnt sich ja auch für uns. Und er macht die Armee ja auch günstiger, ne? Also. Nice, genau. Wie sieht es jetzt aus bei den Kolonien? Wir haben jetzt echt nicht mehr viel Kohle. Gleich haben wir hier die Punkte. Können wir nochmal Land beschlagnahmen. Das ist der verrückteste Quatsch, der mir je irgendwie begegnet ist, so, ne? Komm mal zurück. Hoffentlich laufen die gleich da rein und ich kann mich zurückziehen und flüchten. Oder so. Dann wäre ich nämlich exiliert, wenn ich in die andere Provinz laufe, glaube ich, ne? Die muss ich übrigens noch loswerden, oder? Muss ich die loswerden? Sehe ich hier irgendwie nicht so, ne? Pass auf, komm mal darüber. Lauf da einmal hin. Und danach läufst du dann auch wieder. Danach läufst du dann wieder zurück, oder? Ah, nee, warte mal, du musst zumindest warten, bis das Ding da belagert ist, ne? So, okay, lass mal weiterlaufen.
Wir sind Richtung Legalismus, ne? Aragon hat immerhin 28 Punkte Freiheitsstreben. Neapel ist unabhängig oder gibt es vielleicht schon gar nicht mehr, ne? Girit hatte ich überlegt, könnten wir ja fast auch angreifen, aber sind mit den Ottos verbündet. Wir könnten jetzt natürlich auch sagen, wir versuchen die diplomatisch zu vasalisieren, weil die haben so gut wie keine Entwicklung, ne? Also das könnten wir schaffen, tatsächlich. Auf wen hast du denn noch so Ansprüche? Das ist halt Ansprüche auf Tunesien. Das Ding ist nur, nimmst du den Ottos so einen Verbündeten weg? Safe nicht, oder? Safe nicht. So einen Verbündeten dürfen die doch safe behalten, ne? Was willst du denn da dann großartig machen, ne? So, wir haben ganz viele Kernprovinzen jetzt bekommen. Und hier hatten wir diese kongolesischen Rebellen. Da werden wir einfach ganz stumpf die Autonomie erhöhen. Obernubien bekommt diese. Okay, ja, das ist in Ordnung. Okay. Du bringst mir momentan was für Vorteile? 18% mehr Steuernahmen ist schon viel, ne? Okay. Ja. Konvertieren das alles später, ne? Müssen wir gleich mal gerade. Zeig mir gerade mal bitte Obernubien als Provinz. Okay. Ja, aber das werden wir ja auch versuchen, über Handelshäfen und sowas alles zu machen. Das kannst du mir übrigens mal ganz kurz sagen. Wir sind leider nur bei 28% hier. Das Gebäude ist ja auch schon fertig, nicht wahr? Ist es. Ja, die Mauern von Benin, die müssen wir auch ausbauen. Aber ist in der Religionsgruppe heidnisch? Das ist so blöd, ne? Das ist so blöd. Das ist auch eine sau unfaire Anforderung. Okay, ganz kurz, ich überlege jetzt gerade, werte ich einmal meine Währung ab? Ich würde sagen, wir machen das. Weil wir aber hier halt eben jetzt schon bei 93% sind, machen wir das also jetzt. So, und hier tut sich ja jetzt gleich nochmal was so mit Loyalität und bla bla bla. Also wir bemannen jetzt nochmal ganz kurz die Festungen. Du läufst mal gerade irgendwie zurück. So, ne? Diesen Tick brauchten wir nur für die Garnisonsstärke. 180 Mann, das reicht ja immer erstmal aus. Jetzt gehen wir hin und jetzt nehmen wir hier Land des Handels. So, jetzt nehmen wir einmal Kronenland weg. Oder wartet mal. Kriegen die Loy? Die kriegen Loyalität. Brauchen wir jetzt halt dummerweise nicht so, ne? Mit den Ulema. Aber ja. Okay, also dann einmal bitte abwerten. Reduzieren. Zack. Zack. Kamerun ist ja hier, ne? Genau, da haben wir nichts mit Autonomie geschafft eigentlich. Okay. So, dann, also, jetzt sehen wir den Legalismus. Bonus. Nehmen jetzt einmal nochmal Land weg. Ja, jetzt kriegen wir halt nochmal eine größere Revolte. Das mit den Emiren hat jetzt nicht so ganz geklappt, aber hey. Guck mal, du kannst einmal hier hin. War es ja auch, ne? Sonst haben wir da gar nichts an Revolte bekommen, ne? So, der ist schon mal down. So laufen wir, glaube ich, einmal durch. So,
So, jetzt laufen wir da durch. Wir brauchen jetzt noch ein paar Gebäude. Ah, ihr bringt Geld. Jetzt brauchen wir noch ein paar mehr Rekrutenreserven. Das ist jetzt so noch ein Anliegen. Seemannstärke, Schiffbau, Zeitlokale, Kosten. Aha. Befestigungsmauern, Verschleiß, Verteidigungsfähigkeit. Mhm. Manufakturen. Irgendwas Interessantes. Da steht irgendwie immer was von Handelsmacht. Und hier kommt dann Geld. Gau, Tuche und so weiter. Etwas merkwürdig, ne? Schließ mal. Kann ich jetzt gerade noch nicht so viel mit anfangen. Dann, wollen wir ein Gericht in Lobby bauen. Wir kriegen halt 5 Verwaltungspunkte zurück. Weiß ich noch nicht so. Produktion. Ja, würde ich sagen hier. Da bauen wir noch was aus. So, komm. So, was macht ihr jetzt gerade? Schutz des Umschlagplatzes Elfenbeinküste, genau. ...50% Handelsmacht, ne? Guck mal, wie willst du hier mit Portugal und Kastilien konkurrieren, wenn du so wenig Punkte da hast, ne? Wir könnten da natürlich sagen, wir richten hier so ein Handelshaus ein, ne? Verdienen wir weniger, aber unsere Provinzen erhalten ja Handelshausmodifikatoren, ne? Aber angeblich geht das hier gar nicht. Das geht merkwürdigerweise hier unten. Hier geht es. Ne? Das muss ja regionale Gründe haben. Ne? Das muss ja an irgendwelchen Regionen liegen. Und das ist noch sowas, das finde ich noch ein bisschen schwierig. Da müssen wir mal noch schauen, wie wir da weitermachen. Ne? Okay, gut. Aber wir haben ja jetzt auch... Luanda sollten wir uns dann als nächstes holen. Wenn wir hier auf 900 sind, denke ich, dann könnten wir es fast versuchen. Dann nehmen wir da halt eben... Wo ist unser Kolonist eigentlich? Der ist gerade hier. Ruf den mal zurück. Schick mir den mal noch zum schnelleren Fertigwerden. Hier rüber ist dort 62 Tage, ist glaube ich in Ordnung. Habe ich mir schon Anspruch hier geholt? Haben wir. Makurin und Shamar machen mit. Da bin ich mit einverstanden. Und Shamar weiß ich jetzt gar nicht, wo die sind. Damot können wir auch noch angreifen. Bringt uns nochmal Legalismuspunkte. Aber wir haben halt so wenig Rekrutenreserven. Das dauert einfach noch ein bisschen, bis wir da weiterkommen. Können Nuba nicht mehr fordern. Den Anspruch hatten wir aber. So, was hatten wir jetzt hier? Da die Prestigepunkte haben wir genommen. Institutionverbreitung war, glaube ich, plus 50% sicherlich immer ganz gut. Übertragung, Schiff, Handelsmacht. Also wenn wir Handel übertragen, dann ja. Söldner plus 5%. Kriegspunkt kosten andere Religionen 25. Also das finde ich immer ganz gut. Oder die Söldner halt, ne? Frage ist denn... Haben wir Söldner momentan im Einsatz irgendwo? Nicht wirklich, ne? Ich glaube, wir haben gar keine Söldner im Einfluss. Im Einsatz. Das könnte halt vielleicht so ein Punkt sein, wo ich sage, so, da sollten wir dann, da sollten wir dann vielleicht welche rekrutieren. Wenn wir hier Söldner ausheben würden. Teurer Spaß, ne? 12, 10, sowas, ne? Von den Kosten her hier. Da, freie Kompanie, ne? 17, 2, 2. Das sind schon echt heftige Söldnertruppen.
Und mit 17 Mann sind wir dann auch schon wieder über dem Rekrutenlimit drüber. Also deswegen habe ich ja jetzt. Dann hätte ich ja hier so meine Ideen so ein bisschen mit. Ah, nee, ich habe Offensivideen. Ich habe gar nicht Quantitätsideen genommen, ne? Gar nicht, stimmt. Quantitätsideen hatte ich, glaube ich, mit Granada genommen oder so. Oder habe ich da Defensivideen genommen? Was machen wir am besten? Nehmen wir hier. Nehmen wir das jetzt auf. Wie sieht's. Wir könnten nochmal schauen, wie sieht's gerade hier aus? Mit der Institution so? Plus 42. Guck mal, jetzt was. Nächstes ist die Druckerpresse. Ja, das wird ja auch dauern, bis wir die kriegen, ne? Wann bist du denn da? 1549. 9 Jahre. Ist auch wieder eine lange, lange Zeit, ne? Christine hat 9, 8, 11. 9, 11, 10. Das bringt dann nochmal eine zusätzliche Idee, ne? Komm, machen wir mal. Und dann würde ich schon sagen, Handelseinfluss wäre schon mächtig, ne? Wird mächtig werden, ne? Wir können natürlich auch sagen, wir nehmen jetzt erstmal die Einflussideen, um da halt schneller weiterzukommen. Die Einflussideen jetzt machen sich noch nicht so wahnsinnig bemerkbar. Bereits seit Gesandter minus 25 wird sich bemerkbar machen. Vasallenbonus-Einheiten-Limit jetzt nicht so wahnsinnig. Und regelmäßige Forderung minus 50 geht auch ganz gut. 2 Punkte diplomatische Reputation, zusätzliche Beziehungen. Das ist wahrscheinlich noch eine ganz sinnvolle Sache. Also ich meine, weil irgendwie werden wir hier mit Vasallen arbeiten müssen in Europa. So, kurze Unterbrechung. Da bin ich wieder. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt auch noch nicht bei unserer Ideengruppe wirklich viel schlauer geworden. Also ich sag mal so, wir nehmen hier jetzt nicht die Kriegspunktkosten für andere Religionen, oder? Weil so schnell werden wir in Europa direkt keinen Krieg führen, sondern ich glaube, wir nehmen den Weg nach Asien zuerst, ne? Und dann nehmen wir halt hier jetzt erstmal die Institutionenverbreitung zuerst. Also wir können das ja immer noch nehmen, aber wir nehmen es halt nicht als erstes, ne? So. Okay, gut. Das kriegen wir, wenn wir Kanembono annektiert haben, ne? Okay. Oh, ne, shit. Ja, Portugiesisch und Diolanisch. Seriously? Brauche ich die dann? Ich fürchte es fast. Okay, Gut, schauen wir mal, was wir da noch rausholen können. Dann habe ich halt überlegt, wegen der Ideen, was wir da wohl nehmen können. Wir können übrigens noch eine Flottendoktrin nehmen. Eroberungschance, Handelseinfluss, Kampfstärke Galeeren oder Unterhalt der Flotte. Ich sag, wir nehmen die Handelsschiffe. Ist ja nicht so teuer. Wir haben ja noch keine große Flotte, da geht das ja noch. Okay, so erstmal das. Und jetzt müssten wir halt hier mal gucken. Also, wir müssen ja irgendwie so ein bisschen nach Indien rüber, ne? Das heißt also, wir fressen uns einmal so hier lang dann, ne? Und dann sind wir hier schon am Start, ne? Also da wollen wir halt hin, ne? Jetzt gibt's da so ein paar Möglichkeiten, was man da machen könnte. Also einerseits können wir halt sagen, wir werden auf jeden Fall mit Vasallen arbeiten und wir werden auf jeden Fall noch Admin-Ideen nehmen. Und dann haben wir halt diese Kombination, also erstmal Offensiv und Admin, passt halt ganz gut zusammen. Moment mal. Vasallenbesteuerung, 50% mehr Einnahmen. Ja gut, aber passt halt zu der Vasallisierungsnummer, ne? Halbwegs gut, ne? Und mit den Einflussideen bekommen wir halt nachher diese günstigere Annexion der Vasallen, ne?